Das war doch halb so schlimm. Schön, dass Sie hier sind, Uha. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Lange hätte ich nicht mehr gewartet. Ich wollte schon den Anker lichten und nach Hongkong segeln. Nicht Hongkong. Shanghai. Mei Ying und ich müssen unseren Zug nach Tian erwischen. Und was dann? Dann statten wir Tian einen kleinen Besuch ab. Ich finde, nach 2000 Jahren sollte der Kaiser sein Geheimnis endlich preisgeben. Reinzukommen war leichter, als ich gedacht hatte. Eigentlich hatte ich mehr Wachtposten erwartet. Kai will keine Aufmerksamkeit auf die Städte lenken. Das ist unglaublich. Ja, unglaublich gefährlich. Das hat seit 2000 Jahren kein Mensch gesehen. Halt! Bitte nichts anfassen! Bleiben Sie bei mir und halten Sie die Augen offen. Ah! Was denn? Das ist doch nur eine Schlange. Das ist eine lange Geschichte. Ja, liebe Freunde, und damit willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Und da sind wir jetzt auch schon in der Kaisergruft. Das Grab des ersten Kaisers erwartet uns. Vorsicht, Indy. Die schwarzen Drachen wissen, dass wir hier sind. Schwarzen Drachen sind auch schon hier. Es ist angerichtet fürs Finale. Wir gehen langsam aufs Finale zu. So, dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los hier, ne? Und was wäre ein schönes Grab ohne ein paar schöne, tödliche Fallen? Irgendwie langweilig. Tap. Nee, den Kopf will ich hier nicht verlieren. Warte, ich müsste eigentlich auch schon... Ich meine nämlich das Ding mal. Nee. Dass man hier dann auch schon vorher rausspringen konnte. Aber das machen wir jetzt hier mal nicht. Wir gehen jetzt lieber auf Nummer sicher. Nicht, dass wir hier doch noch unsere Füße verlieren. Und welch Wunder, es ist nicht die letzte Falle, die auf uns wartet. So. Ja, es wird schön warm. Vielleicht habe ich es ja hier ohne getroffen zu werden durch. Das probieren wir einfach. Komm, du musst auch irgendwann nochmal ausgehen. Oder auch nicht. Nee, jetzt hat er mich doch erwischt. Fuck. Hat mich doch ein bisschen am dicken Zeh getroffen. Ich würde sagen, komm. Ein kleines Schlückchen können wir dann nehmen. Wenn es hier schon so gratis ist. Ich meine, es ist ja das Wasser aus dem Grab des ersten Kaisers, von daher muss es ja auch richtig gutes Wasser sein. Da können wir ruhig mal einen Schluck mitnehmen. Dead Wars Number 2. Erinnert sich zufällig noch jemand an die ersten Fallen, die wir gefunden haben? Diese stummen Wächter? Papala, Glückwunsch, unsere kleinen Wächterchen sind erwachsen geworden, Freunde. Das hat sogar geklappt. Jetzt meine ich, muss ich hier genau runter, denn auch in diesem Level gibt es weiter versteckte Artefakte. Wenn ich das hier überlebe. So wie zum Beispiel die Shang-Statue.
Komm, ihn die schön festhalten. Braver, fetter Archäologe. Ich würde mal sagen, die Schädel nehmen wir mal mit nach drüben. Just in case. Just in case. Warte, den Kaltschrank, der da eben lag, genau den hatte ich. Oh, Scheiße. Ist das jetzt so die Passage, die ist verhasst bei dir? Warte mal, ich meine, hier ging aber auch noch was anderes. Genau. Ich weiß nie, wie knapp das bemessen ist, deswegen. Jetzt geht aber auch die vorderste Tür auf. Aber zur Not, ihr seht es hier, mit ein paar Cheng kommt man hier auch durch. Oh. Okay, ich gebe zu, ich habe den Level schon häufiger gespielt, deswegen sieht das inzwischen bei mir so etwas eleganter aus. Aber jetzt wird etwas schicker, Freunde. Kommt her, ich habe einen Wurfstern. Komm her, ich verprügel dich. Moment mal. Ui. Ich hab da eine Idee. Ui. Was wird das? Ja, da hinten. Hier fließt überall Wasser. Komm runter mit dir. Hinter Ihnen, Indy. Schleicht sich da einer an? Doch wohl nicht etwa. Komm her. Ich schmeiß dich auch runter. Ach komm. Du kannst ja eben ein paar Faustschläge in die Fresse. Ja, hast du es. Hat die Mutti dir nicht beigebracht, dass man Frauen nicht schlägt? Pacheng. Scheiße, wo ist mein Pacheng? Wo ist mein Pacheng? Nimm diesen scheiß Wurfstern, Indy. Und hau ihm das Vieh in die Fresse. Hui. Oh, schön gequälte Abgabe. Spüren die überhaupt noch Schmerzen? Ich meine, das sind ja nur noch gequälte Seelen, die ich da massakrieren muss. Der Spiegel führt sie im Grabmal zum Eingang der Gruft. Ja, jetzt beginnt der spannende Part. Die Frage, wenn man weiß, wo es ist, warum um die halbe Welt reisen und einen Spiegel holen? Der Spiegel der Träume macht Illusionen sichtbar. Wie zum Beispiel diese hier, die böse sind und auch Böses wollen. Okay, ja, ich erinnere mich. Das ist jetzt so die gefährlichste und ekelhafteste Treppe der Welt. Stelle ich mir gerade die Frage, konnte ich sicher nach da unten? Ja. Die Frage ist damit beantwortet. Lieber Gott. Jawohl. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Vorder an die Wahrhand. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen. Deckel drauf!
seht, wir haben auch noch die Prüfung, die junge Dame hier zu beschützen. Ich meine aber, hier oben war das nächste Artefakt. Ich geh mal kurz gucken. Die Dame ist schlagfertig genug. Ah! Ich komme. Das Kinn-Gesetzbuch. Ich finde ja die Details hier cool. Ja, die beschäftigt die beiden. Solange können wir uns hier noch nicht machen. Okay, wir haben alles gesehen. Würde ich mal sagen, leckt mal an meinem Stern. Kommt mal schön dran lecken. Ei. Wir müssen einen anderen Weg finden. Kai ist uns auf den Fersen, einen anderen Weg zu suchen. Dazu haben wir keine Zeit. Gut, dann eben auf die harte Tour. Die mag ich am liebsten. Shit, jetzt habe ich den nicht mehr erwischt. Gut, muss der Patschenk erhalten. Kann ich damit eigentlich das Schwert blocken? Oh! Wusste ich ja gar nicht. Damit kann ich im Prinzip komplett auf Verteidigungsmodus spielen. So, du zurück in die Hölle, aus der du gekommen bist. Alter, wie viele Dämonen kommen da noch? Also ich fände es ja cool, wenn Mei-Ying jetzt mal mitkämpfen würde. Ist der Weg frei? Muss ja, sie ist ja eben auch dadurch. Ich meine, wenn wir schon so einen schönen Brunnen da hinten haben, ist es ja nicht Cheaten. Es ist ja nur, ich benutze meinen Kopf. So. Jetzt gibt's Schnitzel. So. Ja, genau. Der erste Treffer gehört dir. Komm her. Komm her, du Schweinehund. Gibt es dann so dermaßen auf die Fresse? Hast du. Da bleibst du freiwillig liegen. So, zurück in diese wunderschöne Halle. Ja, hast du es jetzt mal? So, das war's. Hinüber die Viecher. So viel zum Thema Aufpassen in Gräbern, Dr. Jones. Ja, als nächstes erwarten uns die Totenglocken. Ein Weg ins Terrakotta-Labyrinth. Das sind unsere nächsten Aufgaben. Also diesen Weg zu finden. Wir machen hier nochmal einen kleinen Cut. Das war's erstmal. Danke fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da und gebt ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.